Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich Verstärkung dabei, der Bernd ist heute dabei. Und ja, wir haben euch einiges mitzuteilen und deswegen sitzen wir gemeinsam hier vor der Kamera. Wir haben das Video gestern schon mal gedreht und war ja, nix. Also es war halt sehr lustig, wir haben uns kaputt gelacht. Ja. Beim Dreh und auch zu hinterher. Zu viel gemuschelt. Ja, er muss deutlicher sprechen. Ich bin's, der Bernd. Hallo. Wir versuchen das heute nochmal und ja, wir haben eine Liste oder ja, ganz viele Listen dabei. Und ja, ihr konntet ja jetzt schon dem Titel entnehmen, worum es geht. Und ja, dann fangen wir doch mal an. Ja. Oder der Bernd, eher gesagt. Ja. Ja? Nicht? Mhm. Mhm. Okay, also dann fange ich an. Ihr habt ja, also erstmal, es geht um das Thema Auswandern. Wir möchten gerne Deutschland verlassen. Und in diesem Video geht es hauptsächlich darum, ja, warum wir Deutschland verlassen möchten, was uns hier auf den Keks geht, was uns ankotzt. Und das wollten wir euch gerne mitteilen. Ich hatte ja schon in einem letzten Video euch mitgeteilt, warum wir unsere Hühner abgegeben haben. Das war jetzt so, ja, der Tropfen. Auf dem heißen Stein nicht, sondern der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und ich kann euch das gerne noch mal oben verlinken, das Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und ja, dann des Weiteren, was uns noch ankotzt in Deutschland, ist das Wetter. Ja, 30 Tage Schiedwetter, Winter, kalt, ja, feucht, ne, ungemütlich, dunkel vor allem, ja, wenig Sonne. Und ja, dann halt, ne, wenn wir mal Sommer haben, ist es halt entweder zwei Wochen, dann ist es extremst heiß mit trocken. Und die anderen Tage, die verschwinden halt so im Jahr, dass man da gar nichts von mitkriegt, weil man, ne, kennt ihr wahrscheinlich, oder viele von euch damit arbeiten verbringt. Ja. Mittagsschicht hat, Kontischicht hat, wie auch immer. Das stimmt. Na, die vergehen viel zu schnell, als dass man wirklich was davon hätte. Das stimmt, ja, wenn es dann mal schönes Wetter ist, dann muss man halt meistens arbeiten oder hat irgendwelche Termine. Ja, und dieser extreme lange Winter mit den dunklen Tagen, also es zieht mich jedes Jahr mehr runter und ich habe jedes Jahr das Gefühl, dass es noch länger dauert. Und ja, jetzt wo die Sonne rauskommt, jetzt ist ja Mai, genießen wir das richtig, ja, ne, verbringen viel Zeit in der Sonne und dann geht es uns auch viel besser. Streichen Zäune, ja, wir haben am Laden den Zaun restauriert und ja, in der Sonne. Ja, und ja, es tut uns halt sehr gut und es hat uns auch immer schon in ein warmes Land gezogen. Wir haben schon, bevor wir uns überhaupt kennengelernt haben, immer unabhängig voneinander gesagt, wir würden gerne ja ins Warme. Wir mögen die Hitze und ja, wir haben auch immer gerne in warmen Ländern Urlaub gemacht. Auch jetzt gemeinsam sind wir immer gerne in Ägypten. Und da möchten wir aber nicht hin auswandern. Aber wir mögen halt gerne diese extreme Hitze. Ja. Ja. Darf nicht zu warm sein. In Ägypten ist halt das Problem, jetzt nur mal am Rande, da ist halt zu wenig fruchtbarer Boden. Unser Ziel ist halt, dass wir uns selber versorgen können. Ja. Eigenes Gemüse, Obst anpflanzen und davon dann leben können. Das oder einen großen halt, Teil davon leben können. Genau, auch ein Grund halt, dass wir auswandern wollen, ist zum Beispiel, dass wir uns nicht so entfalten können in unserer Freizeit, wie wir das gerne hätten. Und das war halt zu dem Thema Wetter, dass uns das halt hier sehr stört. Dann haben wir noch das Thema Steuern, da kann ja der Bernd dann eher was zu sagen. Ja, halt. Steuern, das wissen wir alle. Wir zahlen ja für alles mit Steuer. Das stimmt. Das ist nur so, ne, ja gut, weniger, weiß ich nicht. Meines Erachtens sinnbefreite Steuern wie Hundesteuer, Solidaritätszuschlag und sowas halt. Weiß ich nicht. Man zahlt für alles Steuer. Jetzt für den Laden alleine, ich habe Radio laufen, haben wir bei uns im Laden. Das ganze Jahr über zahlen wir GEMA. Das ist ja keine Steuer, oder? GEMA? Ist ja eine Gebühr. Ja, man zahlt für alles. Ja, das ist ja stimmt. Unabhängig davon, ja, ob es jetzt Steuern ist oder Gebühr. Ich hatte, wir haben einen Fernseher, lassen darüber nur Radio laufen, zahlen dafür dann Betrag X an GEMA, bezahlen Betrag X an GEZ und dann bezahlen wir nochmal das Sechsfache an dem GEMA-Beitrag, nur weil das über den Fernseher läuft, obwohl wir den Fernseher gar nicht nutzen. Ja, es ist auch, wenn man halt Einkommen hat, man zahlt halt Einkommensteuer oder Lohnsteuer. Wir zahlen halt die Umsatzsteuer, die Gewerbesteuer und die Einkommensteuer und dann
Ja, wobei die Umsatzsteuer ja nicht von uns gezahlt wird, ja, die ja. vom Kunden ist. Aber trotzdem, ne? Ja, und dann zahlen wir ja halt auch noch die Mehrwertsteuer, wenn wir einkaufen gehen und wenn wir dann später Rente bekommen, zu Thema Rente sagen wir gleich auch noch was, ja, dann müssen wir von der Rente halt auch nochmal Steuern zahlen. Ja, und dann, also ihr wisst ja selber, wie viele nicht, Sorten. Dass wir das nicht vorher wussten, wir wussten das, aber es ist halt extrem ärgerlich, weil man arbeitet 10, 11, 12 Stunden am Tag. Ja. Und dann kommen sie da hierfür, dafür, 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 alle halten die Hand auf. Ja. Ne? Ja. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ja, dann halt die Deutschen, dass die sehr hektisch sind. Man merkt das, wenn man im Supermarkt an der Kasse steht. Klar, man hat immer Stress irgendwie gefühlt, ne? Zeitdruck. Aber die sind dann auch sehr unfreundlich dabei. Ne? Können Sie nochmal eine Kasse aufmachen? Und wenn das dann nicht klappt, weil die Leute, sage ich jetzt mal bei Aldi oder Edeka, die haben ja auch zu tun und Personalmangel. Und ja, können halt keine Kasse aufmachen und dann streiten sich da. Sehr unentspannt halt. Ja. Und der eine steckt den anderen an, ist halt ein Teufelskreis. Ja. Ist halt unnötig stressig alles. Und wenn man anderswo guckt, ich meine, wir sind da nur im Urlaub in Ägypten, aber die sind da halt teils, aber wenn wir in der Stadt sind, wir haben da auch schon mal Einheimischen besucht, die sind halt alle total tiefenentspannt. Die haben ein 20stel von dem, was wir haben. Die wirken aber viel glücklicher und entspannter, als wenn man sich hier im Umfeld umschaut. Das stimmt. Ja, überhaupt in den südlichen Ländern ist das ja, dass die sehr, ja, morgen, was ich heute nicht kann, besorgen, das verschiebe ich auf morgen. Hier macht alles heute, genau. Oder am besten gestern. Rente und Altersarmut. Also Altersarmut ist ja heutzutage quasi vorprogrammiert. Ja, das ist ein Thema, was uns alle angeht irgendwo. Auf jeden Fall. Gerade jetzt im mittleren Alter, Mitte 30, 40. Die Rente wird halt immer mehr angerechnet, immer weiter, immer mehr Abzüge. Jetzt zum Beispiel ein Fallbeispiel. Jetzt angenommen, man hat im Schnitt 2.500 Euro netto, was schon sehr hoch gegriffen ist. Und muss jetzt noch 15 Jahre arbeiten, hat 45 Jahre lang eingezahlt mit diesem Durchschnittsverdienst. Dann bleiben am Ende, wenn man dann mit 67 in Rente geht, nicht mal 1.000 Euro über, weil es einfach immer mehr Abzüge gibt. Inflationsbedingt geht auch noch mal ein bisschen was runter und das ist einfach ein Witz. Dann gehst du arbeiten, bist dann alt und hast dann nichts. Ja. Und dann kannst du Flaschen sammeln gehen, Minijobs machen oder sonstiges halt. Das haben wir schon oft gesehen in Reportagen und so, ne? Dass im Umfeld kriegen wir das mit, wieder ältere, ne, Leute noch. Fragen, suchen Minijobs, machen Minijobs. Ja. Ein Kunde von mir auch, der ist auch jede Woche kommt und ist am Jammern, der ist auch schon Ende 60 und fährt noch hier Getränkekisten durch die Gegend. Und muss die schleppen, ne? Weil er sonst einfach nicht über die Runden kommt, ne? Ja, ist echt traurig. So, sind nun mal ein Stück nach hinten gerutscht, weil die Sonne ja sehr schön ist, aber halt ungünstig zum Reden. Zur Rente noch was zu sagen? Na, ist ja eigentlich, ne? Ja, also am Ende kriegen wir alle ergänzend Hartz IV, obwohl wir Mindestsicherung im Alter oder wie sie jetzt dann auch immer schon genau, Grundsicherung im Alter gibt es dann, obwohl man halt ein Leben lang gearbeitet hat. Ja, dann ist halt Deutschland total überreguliert, ne? Man braucht für alles gesonderte Anträge und Bauantrag und muss hoffen, dass es genehmigt wird. Das ist alles teuer, sich das genehmigen zu lassen. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Paraguay ein Grundstück hat, dann kann man da noch ein bisschen weitestgehend machen, was man möchte. Um einen Hühnerstall, dann baue ich mal einen. Wenn genau. Hühner haben, dann hole ich den mir. Genau, wenn wir einen Hahn haben möchten, dann holen wir uns einen 10. Hahn. Genau, weil das stört es halt keinen. Und ja, da ist es halt alles noch ein bisschen freier. Auch Ungarn oder so, da ist ja überall noch mehr Freiheit. Also überall ist mehr Freiheit als in Deutschland, kann man eigentlich sagen. Ja, dann die Krankenkassen. Das finde ich auch doof, dass halt, die Beiträge sehr teuer sind und halt jeder gleich viel zahlen muss, egal ob man was für die Gesundheit, für seinen eigenen Körper tut oder nicht. Das finde ich sehr ungerecht. Ja, ungerecht ist das, aber ist halt schwer zu regulieren halt. Ne? Ja. Kannst du nicht abwägen, der ernährt sich gesund, der raucht, der trinkt, der macht dies, der macht das und das dann abzuwägen. Ne? Im Großen und Ganzen ist das Gesundheitssystem in Deutschland schon gut. Klar. Allerdings ist das ungerecht verteilt irgendwo. Ja, aber ich das wollen wir damit sagen. Ich habe zum Beispiel auch total den Vertrauen in das Gesundheitssystem verloren, weil meiner Meinung nach wollen die einfach nur Geld machen und heilen machen die ja eh nicht. Die machen nur die Symptome bekämpfen. Genau, ne? Die kriegen Ursache. Gibt's Pillen und Spritzen gegen die Symptome, hat man wieder Nebenwirkungen, da gibt es dann wieder andere Pillen und Spritzen. Halt einfacher. Einfacher, als das zu ändern, ne? Als sich gesund zu ernähren, Sport zu machen. Ja. Nimmst du Cholesterintablette und fertig ist. Ja. Oder hier Kohlenhydratehämmer oder so und dann. Ja. Und das nochmal zu den Anmeldungen zurückzukommen.
Da ist zum Beispiel jetzt, um das mal ein bisschen, weil viele wissen das gar nicht, wo wir unseren Laden eröffnet haben. Also wenn man einen Einzelhandel oder irgendwas ein Gewerbe anmeldet, egal was, ob es ein Lager ist oder sonstiges, angenommen man hat ein Lager und hat da 10 x 10 cm große rote Boxen, die man da ausschließlich lagert. Und dann will jemand das übernehmen und hat genau dasselbe, dieselben formatigen Boxen, nur in Blau. Muss er das wieder komplett ummelden, weil das was ganz anderes ist. Also muss er komplett beim Nur weil es eine Amt andere Farbe ummelden, weil hat. das eine andere Farbe ist, obwohl es vom Sinn dasselbe alles wäre. Und da ist schon irgendwo, packe ich mich da am Kopf. Ja, und was uns auch jetzt zum Beispiel noch stört, ist hier, wir kommen ja aus Datteln. Die Nachbarstadt Waltrop hat zum Beispiel eine Landstraße, wo einige Restaurants und Imbisse auch waren für Berufspendler oder LKW-Fahrer. Haben jetzt beschlossen, ja, da muss eine neue Brücke hin. Haben die Brücke jetzt nicht in Deutschland herstellen lassen, weil das einfach zu viel kosten würde, ne, aufgrund des Mindestlohns. Haben sie dann im asiatischen Raum bestellt. Kam die Brücke an nach 3 Monaten, ja, war zu klein. Wieder aufgeschoben, 3 Monate weiter. Jetzt kam die Brücke ein zweites Mal an. War auch wieder falsche Formate und jetzt ist das Projekt erstmal auf Eis gelegt. Das geht jetzt schon knapp 9, 10 Monate. Ja. Und in der Zeit hat jetzt schon der erste dicht machen müssen, weil halt die Imbiss. ganzen Berufspendler halt fehlen. Ja, weil halt direkt vor dem Imbiss die Straße gesperrt ist und da kann niemand Naja, parken, da wegen der kommt Brücke keiner muss hin. das umfahren werden. Ja. Und ja, Aussage jetzt, dass dann der Große in der Zeitung war, halt, ist halt Pech, Ja. wird entschädigt, im irgendwas auch, was für ein Betrag, mit was für einem Betrag auch immer, wird er dann entschädigt dann irgendwann. Ne? Aber kann erstmal dicht machen, muss gucken, wo er bleibt. Seine Rechnung muss er weiterhin bezahlen, der muss von irgendwas leben. Und da ist halt auch irgendwo ein Unding, das einfach beschlossen wird. Ja, die sollten irgendwie Alternativparkplätze für die gewerblichen. Ja, aber wo willst du denn da noch Parkplätze Ja, machen? weiß ich nicht. Aber da ist ja auch viel gesperrt. Da müssen sie es irgendwie so Ja, planen, das dass geht da nicht, nicht weil da alle ist die pleite Straße, da gehen. wird aufgebuddelt und dann, ja, aber es Ja. juckt sie halt nicht, ist halt so. Aber was ich auch sagen wollte mit der Brücke, die sagen, hier in Deutschland sollen Mindestlöhne gezahlt werden und ja, bestellen dann so eine Ja, Brücke im klar. Ausland und die deutschen Firmen können die Brücke nicht so günstig herstellen oder wie heißt das? Ja, produzieren. Produzieren, genau, weil sie halt diese Mindestlöhne zahlen müssen. Und ja, der deutsche Staat oder die Kommunen bestellen dann im Ausland und lassen es da produzieren und nehmen uns dann wieder hier die Arbeit weg. Das finde ich auch nicht richtig. So wie so ein Fuchs, der sich in Schwanz beißt, weil dann wird alles mehr verlangt, dass die Leute, dass die Firmen bezahlen müssen. Moment, Andersrum Krankenwagen, warte. Man hört, glaube ich, gerade nicht so. wird halt immer mehr verlangt, dass die Firmen Mindestlohn zahlen. Andersrum sollen die Preise stabil bleiben, na, ergo weniger Umsatz. Und da ist halt schwierig irgendwo. Außerdem, weiß ich nicht, es werden immer mehr Menschen. Immer mehr wird industrialisiert, das heißt, immer weniger Arbeitskräfte werden auch benötigt, weil es immer mehr von Maschinen gemacht wird. Irgendwo, weiß ich nicht, habe ich auch Angst irgendwo in 30 Jahren, dass ich überhaupt noch was kriege an Rente. Deswegen Ja. war halt der Gedanke jetzt, na, dass wir uns in die Sonne begeben wollen. Und ich muss auch noch dazu sagen, jetzt dadurch, dass ich mich jetzt 2 Jahre vegan ernähre und halt auch sehr viel überhaupt mit dem Thema beschäftige, das ist ja alles ein Prozess, das geht ja nicht von heute auf morgen und das geht halt immer weiter. Keine Ahnung, zum Beispiel, dass ich mir die Haare mit Roggenmehl wasche und sowas, also es geht immer weiter und ich fühle mich einfach in dieser Gesellschaft nicht mehr so wohl. Die Leute haben halt ein komplett anderes Ansehen von vielen Dingen wie ich und deswegen Ja, würde ich mich als Bäuerin sehr viel wohler fühlen und Selbstversorgerin mit dir. dann auch die Bäuerin. Du bist dann Mach auch die nur mal Bäuerin. Bäuerchen. Bäuerchen. Nein, aber ja, du merkst das ja bei dir auch jetzt. Also Bernd ist ja gerade am Umsteigen, also switcht die Ernährung gerade um von Omnivor oder Mischköstler auf vegan. Klar, er ist noch nicht vegan, aber wenn er jetzt mit anderen darüber spricht und die halt total überzeugte Fleischesser sind, Prügel ich mich auch schon mal mit denen. man kommt halt einfach nicht dagegen an und es macht auch keinen Sinn, mit vielen darüber zu reden, aber man. Aber viele verstehen sich, erklären das dann einfach, warum, weshalb. Ich merke es ja selber, ich war ja früher selber überzeugter Fleischesser. Ne? Ein Kilo Leberwurst die Woche war nichts. Ja. Am Anfang viel schwer und mittlerweile wird es mir auch gar nicht mehr schmecken, reizt mir auch gar nicht mehr so. Ja, Selbst das der Käse, stimmt. der ist schon, weiß ich nicht, den esse ich ganz, ganz, ganz selten nur noch. Ja. Meist ernähre ich mich nur von Nudeln, Gemüse, Obst. Ja, Ja.
Reis. Und die Blutwerte zeigen ja auch, dass es dir gut tut. Ne? Und auch so sagst du, du fühlst dich besser. Ja. Ja. Ja, die lustigen Szenen von gestern, die waren aber zu lustig, um die nicht zu zeigen. Die werde ich am Ende von diesem Video noch einblenden. Ja. Wie ich da fast vom Stuhl gekippt bin und so. Ja. Ja, das waren jetzt so unsere Hauptgründe, ne? Ja. Ja. Also in diesem Video, wie gesagt, geht es hauptsächlich um die Gründe, warum wir auswandern möchten und welche Länder alle in Frage kommen und wann wir auswandern möchten und wie wir das finanzieren und wie wir uns das vorstellen und so. Das kommt alles in den weiteren Videos. Und ja, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und keines dieser Videos verpassen möchtet, dann könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Video oder zu der Auswanderung oder zu irgendwas anderem, was uns betrifft, wo wir vielleicht die Antwort zu wissen, dann ja, gerne in die Kommentare damit. Da würden wir auf jeden Fall dann Rede und Antwort stehen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Mit denen wieder machen? Ja, wir wohnen ja... Ja, wir wohnen halt in Datteln. Ja. Hallo, wir wohnen in Datteln. Es war auch zum Beispiel jetzt hier der Fall, dass wir hier stadtübergreifend, also eine andere Stadt. Titi, ja. Ich muss wieder alles zurechtzupfen. So, wir sind live. Wir sind live. Hallo, ihr lieben Liebenden. Das Mikro installieren. Oh, in unseren Gammelklamotten. Am besten sind die Socken. So, und jetzt sitzen wir hier. Ja. Ja. Also, jetzt begrüßen wir erstmal die Leute. Und fertig? Nein, ich muss mein Buch noch aufschlagen. Geht erstmal los, was uns hier so richtig ankotzt. Und ja, fang du doch mal an, Bernd. Ja. 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 Wie ihr bestimmt alle schon wisst. Wahrscheinlich oder vielleicht gesehen, dass wir ja die Hühner abgegeben haben. Da ist ja dann auch einiges passiert. Das war jetzt auch nochmal mit so einem ausschlaggebender Punkt, wo wir gesagt haben, quasi der Tropfen. Der Tropfen auf dem heißen Stein, das halt in Deutschland alles total... Der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Meine ich ja. Der Tropfen auf dem heißen Stein, der... Ja, deswegen müssen wir immer Videos zusammen machen, damit du mir helfen kannst. Ja. Dass wir halt den Plan haben, irgendwo hinzuziehen. Das sieht aus wie eine Mumu da. Ja, was mich auf jeden Fall interessieren würde, das könnt ihr uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch so stört oder ankotzt oder ob ihr auch gerne auswandern möchtet, ob es euch auch irgendwo hinzieht, was ihr für Träume habt, das ja, schreibt uns mal ganz gerne unten in die Kommentare rein. Ja. Mach mal. Mach mal. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann natürlich auch gerne Fragen. Das könnten wir dann in einem von den nächsten Videos beantworten, die Fragen, falls welche aufkommen sollten. Ja. Ja. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und würden sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.